Moin. Moin, ich bin der Steffen. Ich bin der Olli. Und heute wollen wir uns mal mit diesem tollen Set quer durch etwa Dauer verkosten. Also wenn ihr dieses Video seht, habt ihr höchstwahrscheinlich das Set in der Hand. Vielleicht habt ihr die Samples auch einzeln zu Hause oder die Großflaschen und ihr schaut das Video. Ist ja auch vollkommen egal. Völlig egal. Ich freue mich sehr. Etwa Dauer. Ein kleines Tasting. Was fällt dir dazu ein zu Etwa Dauer? Einer der kleinsten Destillen. Aha. Deswegen steht er auch hier. Scotland's Little Gem, also Schottlands kleines Juwel. Und ich glaube, Etwa Dauer ist vor allen Dingen bekannt in der Szene durch sehr, sehr kräftige und intensive Sherry-Reifungen. Ne? Ja, ja. Also hat auch auf jeden Fall, gehört auch mit zu meinen Favorites mit. Ja. Etwa Dauer kann man auch mal stehen haben, ob unabhängig oder original. Das sehr passt cool. Ganz gut. Also von daher. Zur Geschichte von Etwa Dauer gibt es ja zu sagen, die sind ja schon ganz sehr, sehr lange mit dabei. Ne? Mhm. Schon vom Weltkrieg oder noch weiter davor. Also wenn ihr da zur Geschichte von Etwa Dauer, das ist sehr, sehr umfangreich. Ja. Googelt einfach mal und schaut mal, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Und ich würde sagen, heute geht es ums Verkosten. Heute geht es ums Verkosten. Und wir starten mit dem Einstiegsprodukt von Etwa Dauer, dem Etwa Dauer 10 Jahre. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Sehr, sehr preisgünstig. Ja. Aber trotzdem wird halt gesagt, dass die Qualität trotz alledem sehr, sehr hoch ist. Mhm. 10 Jahre gleich mit Altersangabe. 40%, also wir haben hier noch einen relativ milden Whisky. Deswegen sehr, sehr gut für die Nummer 1 geeignet. Ja. Weil ich glaube, auf der Packung gesehen zu haben, dass da noch ein paar Krawanzen dann da kommen. Da kommt noch ein bisschen was, ja. Also von daher denke ich, guter Einstieg. Ja. Vielleicht auch sehr geeignet dazu, sich den Brennereicharakter mal so ein bisschen einzuprägen, einfach mal zu schauen, was machen die mit dem Einstiegsprodukt. Ja. Und selbst das Einstiegsprodukt ist zu 100% in Sherryfässern gereift. Ist schon cool. Das ist schon wirklich cool. Ja. Ich habe jetzt schon das Glas noch nicht an der Nase gehabt, mir wird schon eine Schokoladennote. Mhm. Schön. Gute Farbe. Mhm. Alles ungefärbt, ne? Ja, also da muss ich wirklich sagen, Etwa Dauer kennen wir sehr, sehr gut. Und du riechst es einfach auch, dass es ein Etwa Dauer ist, ne? Schon, also du riechst es. Schon kräftiger Geruch für 40%. Ja. Also so blind. Also es ist schon Jahre her, dass ich ein Etwa Dauer 10 getrunken habe, weil man ja doch Ja. Andere Sorten verkostet und die als abgehakt betrachtet. Aber umso cooler ist es jetzt, das Thema wieder im Glas zu haben und auf einmal riechst du dran. Dann denkst du, ey, so schlecht ist der doch gar nicht. Ja, oder also so dünn wirkt er jetzt erstmal gar nicht in der Nase. Ne? Also da würdest du doch mal locker 43-46% zusprechen. Das stimmt. Das ist echt gute Gewürze schon mit dabei. Ja. Roter Apfel. Tiefrote Äpfel, würde ich auch gerade sagen. So richtig so ein Apfel, den du im Supermarkt siehst, der perfekt dunkelrot ist und da steht und glänzt. Ich wusste auch mal den Namen dieser Sorte. Vielleicht später. Eine gewisse Nussigkeit mit dabei. Aber so kandierte Nüsse, also so karamellisierte Nüsse, süße Nüsse, Jahrmarkt, genau. Und Schokolade. Ich finde, Milchschokolade ist hier on top. Echt eine schöne Sherry-Nase. Bin beeindruckt, dass das jetzt nochmal so eine tolle Nase gibt. Wenn das das Einstiegsprodukt ist. Ja. Also wer jetzt schon sagt, boah, ist das intensiv, also dann Wart mal ab. Also keinesfalls langweilig. Da gibt es schon ein bisschen was zu entdecken. Mhm. Ja. Dann lass uns mal probieren. In dem Sinne. So machen wir es. Slauncher. Typische Etwa Dauer Note. Ja. Wer sich jetzt nicht so auskennt, wartet mal noch ein paar Proben jetzt. Da ist eine ganz typische Note mit drin. Ja. So ein bisschen was Erdiges habe ich da ganz oft.
Ne? Ja. So, das ist schon echt toll. Trotz der 40%, sehr vollmundig, finde ich. Mhm. Und auch schon eine schöne Würze mit dabei. Also, so eine leichte Pfeffernote. Schöne Süße. Ja. Aber richtig cremig. Also das ist so, das Sherry geht ein bisschen zurück. Ja. Es kommt mehr so eine süße Erdigkeit. Mhm. Ich esse jetzt nicht so oft Erde, aber, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ja. Ja. Würzigkeit, bisschen Pfeffer. Mhm. Aber Abgang doch eher kurz. Ja. Da ist er schnell weg. Der ist schnell weg. Du hast so, eine Mini-Aroma-Explosion. Ja. Ne? Ja. Und danach ist halt auch, so, ja. Kannst du mich nochmal trinken. Ja. Und ein schöner Röstaroma dabei. Ich finde, ich würde es ein bisschen zitronig. Ja, also Abgang könnte natürlich jetzt länger sein, intensiver sein. Ja, also da ist zum Riechen sehr gut geeignet. Mhm. Geschmack ist dann so, ja, er ist da. Man hat den Grundcharakter, den Brennereicharakter hat man dabei. Aber dann ist er auch zügig weg. Der ist zügig weg, ja. Also easy to drink. Und ich glaube, dafür ist er auch gemacht. Ja, dafür ist er gemacht. Preis blenden wir euch wie immer ein. Also, auf Ollis Seite müsste das jetzt gleich kommen. Ah, hier kommt's. Oder hier. Oder hier. Jetzt haben wir so ein bisschen die Äpfel, die roten Äpfel im Geschmack, die ich vorhin nur in der Nase hatte. Ich finde, der kriegt eine kräftige Zitrusnote jetzt. Mhm. Wird ein bisschen frischer. Ja. Jetzt hat sich der Mund so ein bisschen an die Würze gewöhnt. Das wird auch ein bisschen weniger. Sehr samtig, sehr weich. Mild wird es jetzt. Aber trotz allem, glaube ich, Preis-Leistungs-Verhältnis. Gut, wirklich gut. Geht ja. Voll in Ordnung, ne? Ja, ja, ja. Für eine Originalabfüllung, 10 Jahre alt. Natürlich könnte mehr Prozente haben. Aber ich denke, das Gesamtpaket geht klar. Denke ich auch. Das ist ein richtig schöner Einsteiger. Jetzt, wo ich den so mal wieder getrunken habe, ist wirklich, wenn du mal jemanden hast, der sagt auch, ja, ich würde gerne mal Whisky probieren, ich würde da gerne mal ein bisschen reinsteigen, ist der echt top. Ist echt wirklich gut. Der hat nicht zu viele Ecken und Kanten, wo du dich dran stören könntest. Ja, ja. Also, und wenn du ihn jetzt vergleichst, mit welchen Konkurrenten er in der Preisliga spielt, ja, das ist, schon, ist der schon vorne mit dabei. Ne? Schon mit dabei, ja. Das ist schon echt gut. Ja. Genießt ihr noch in Ruhe? Nicht austrinken? Lasst noch ein bisschen was drin. Das ist dann sehr, sehr spannend, am Ende mal alles ne, nebeneinander zu riechen. Gerade wenn wir dann zu Bellerin kommen, zu den Rauchigen, um zu gucken, gibt es da Parallelen. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei dem Edgewood Award 12 wieder. Cool. Bis gleich. Bis gleich. Sure. So. Weiter geht's. Nach dem sehr smoothen Einstieg, ja, trotzdem, ne, war schon spannend und überraschend, kommen wir jetzt 2 Jahre längere Reifezeit, ja, mit 46%, mhm, auch vollkommen Sherryfass gereift, mhm, und Caledonia. Olli, weißt du zufällig aus dem Kopf, was Caledonia auf Deutsch bedeutet? Es ist Gälisch. Nee. Und zwar nicht Gälisch, sondern Lateinisch. Caledonia ist Lateinisch für Schottland. Schottland war früher als Kaledonien bekannt und es ist quasi eine Liebeserklärung an Schottland. Und ich dachte, es ist irgendeine spanische Region. Ja, die Sherryfässer aus Caledonia, wer kennt sie nicht? Ja, kennt sie nicht. Ja. Sehr bekannte Weine. Ja, ja. Und ja, kann sich halt nicht mit einem auskennen. Ich weiß aber, dass der mega lecker ist. Okay. Und dass die Großflasche schon sehr oft ausverkauft war. Das stimmt, ja. Manchmal gibt es auch mal ein paar Monate gar keinen. Ja. Dann kommt er wieder. Ja. Und dann ist wieder Jackenreisen angesagt. Das stimmt. Dann geht es wieder los. Das stimmt. Ich glaube, zurzeit ist es entspannter. Ja, zurzeit ist es entspannter. Er ist wieder verfügbar. Aber wir werden gleich sehen, soweit wie ich das in Erinnerung habe. War das schon was? Das ist schon eine coole Farbe. Das ist eine echt gute Farbe, ja. Mit 46%. Ne? Das ist schon wirklich gut. Ihr habt die Flasche eben gesehen. Ist auch das riesengroße Schottland-Flagge drauf auf der Flasche. Ist ja das auch logisch mit Caledonia, ja, ne? Ja. Also.
wirklich gut. Und die Knappheit bei Edward Dauer, gut, der 10er ist eigentlich großflächig verfügbar, aber wenn es dann ein bisschen älter geht in die Sonder-, in die Einzelfassabfüllung rein, sehr, sehr schnell vergriffen. Das hängt dann einfach damit zusammen, dass die so wenig produzieren. Mhm. Also viele Fässer füllen die nicht ab in der Woche. Ja. Oh, tolle Nase. Jawohl. Und jetzt wird es auch richtig Edward Dauer. Mhm. Richtig Sherry, Honig. Dieses mineralische, erdige, was du gesagt hast. Datteln, dunkle Trauben, tiefer, dunkler Sherry. Ach, sehr süß, ne? Das ist schon, das macht schon Lust, ne? Also da so ein bisschen Zartbitterschokolade. Ja, ja. Jetzt kommt die Bitterkeit. Eben würde ich sagen, schon fast likörartig. Mhm. Aber jetzt kommt die Bitterkeit ein bisschen durch. Kaffee habe ich nicht, dafür ist mir zu süß. Aber sind so ein bisschen After Eight. So ein bisschen Zartbitter, ein bisschen Menthol. Aber eine ganz, ganz dezente Note hinten, hinter dem Sherry, hinter dem Honig. Da kommt das raus. Die Minze. Mhm. Das schon. Es ist auch so, dass der muss jetzt hier nicht Ewigkeiten atmen und sonst was. Da kommt gleich, die Noten kommen raus. Ja. Also mal gucken, was da noch so kommt. Im Vergleich zum 10er sehr spannend. Es ist einfach wie der 10er, nur alles nochmal mal 3. Ja, die merkt man so ein bisschen noch mehr die Malzigkeit. Ja. Finde ich. Ja. Und hier. Ja, hier kommst du direkt rein. Also hier. Das versteht man, warum der auch öfters mal vergriffen ist. Und das ist für mich Edward Dauer. Das ist eine Nase, so riecht für mich ein Edward Dauer. Ja. Sehr schön, sehr schön. Es ist, man hat es viel zu selten im Glas. Sehr intensiv. Ja. Jetzt bin ich gespannt, aber es gibt immer so oftmals so Riech-Whiskys, die dann im Geschmack nachlassen oder umgekehrt kaum riechen, viel schmecken. Ich hoffe jetzt einfach, dass er genauso schmeckt, wie er riecht, und dann ist alles, alles gut. Dann ist alles rund. Dann sind wir glücklich. Slancher. Ja. Schöne Würze. Schöne Sherry-Noten. Boah. Bisschen Schokolade. Der eine schöne süße Fruchtigkeit auf der Zunge. Bisschen Holz kommt jetzt. Also fruchtig finde ich den. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe jetzt mehr so Tabak- und Ledernoten erwartet, aber sehr fruchtig. Aber er bleibt auch nicht lange. Also länger wie der Zehner. Länger wie der Zehner, genau. Aber er fängt schon an und flacht ganz schön ab. Ne? Ja. Also das denkst du doch, Mensch, warum bleibst du nicht noch ein bisschen? Ich meine, es gibt Menschen, die mögen kurze Abgänge sehr. Ja. Die sagen, okay, da bin ich fertig mit dem Whisky. Nächste bitte oder wie auch immer. Stimmt, weg. Ich hätte es gerne ein bisschen länger. Ja. Ja, so und ja. Schade. Aber das Erlebnis, was du hast, ist top. Ja, also Nase und Mund. Richtig Traube, Traube-Nuss-Schokolade habe ich jetzt. Also ich will schon wieder trinken. Erstmal riechen. Erstmal riechen. Dann denkst du innerlich so, wann kann ich denn endlich trinken? Ja, traubig wird es jetzt richtig. Dunkler Honig, so Waldhonig. Ja, so ein Waldhonig. Also nicht das Weiß, ja. Also wirklich der tiefgoldene Honig. Ne? Ja. Toffee-Noten jetzt noch mit dazu, ein bisschen Fatsch. Und darüber immer die fruchtige Sherry-Note. Also das haben sie gut hingekriegt? Das haben sie wirklich gut hingekriegt. Ja. Darüber den langen Zeitraum. Also den 12er gibt es ja auch schon einige Zeit. Mhm. Ja. Mhm. Und das auch wirklich mal gleichbleibende Qualität zu produzieren. Wir sehen ja bei uns selber hier manchmal auch schon optische Unterschiede in Abfüllung. Ja. Kommt da ein 12-Jähriger, ein paar Wochen später kommt der gleiche 12-Jähriger, ist aber heller, ist dunkler, ja. Ist, was ja prinzipiell nicht schlimm ist. Ja. Ne? Aber die sind auch geschmacklich manchmal anders. Mhm. Ja. Und hier ist das Gefühl, läuft gut durch, wird es mit Sicherheit auch Schwankungen geben für, bei Nerds, die jetzt sagen, ich trinke nur den 12er Caledonia. Aber ich denke, das passt schon so. So, ich probiere nochmal. Ich rieche noch ein bisschen.
Schmeckt sehr gut. Wow. Aber das, weißt du, was der macht mit einem? Also wenn du jetzt bei Edschardauer, wenn ihr jetzt vielleicht das erste Mal sogar Edschardauer getrunken habt, merkt ihr jetzt schon eine ganz klare Steigerung. Edschardauer 10. Jetzt kommt der 12er. Ne? Und wir haben ja schon ein paar ältere Edschardauers getrunken, auch stärkere und wie auch immer. Ne? Und du schmeckst diese Richtung. Er nimmt diese Richtung an und du weißt, wie die noch schmecken können, wenn die noch ein bisschen mehr Druck haben. Ja? Und dann denkst du dir, geil. Und also wer jetzt das zum ersten Mal trinkt, genau diese 10, 12, genauso geht das auch weiter. Mhm. Ja, dann müsste man zu Signatory dann wahrscheinlich gehen. Genau. Ja, also Besitzer von Edschardauer, genau. Die füllen auch unabhängig ab. Und wenn du da solche Edschardauers hast, die so 15, 20 Jahre alt sind, Sherryfass, Fassstärke, die nehmen auch diesen Charakter mit, ja, den du jetzt hier auch hast. Ne? Also echt toll authentisch. Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen, weil Signatory Vintage, ne, kennt sicherlich der ein oder andere, ist der Eigentümer von Edschardauer und die machen unabhängige Abfüllungen von Edschardauer, was ja eigentlich den ihre Desille ist. Ja. Egal. Blenden wir euch sehr gerne jetzt hier mal ein. Da gibt es den 10-Jährigen in dieser silbernen Dose. Mhm. Das ist der Klassiker schlechthin. Mhm. Auch mit 46%, oder? Ja. Ist quasi der Edschardauer 10 hier. Ja. Und damit 46. Aber extremst dunkel. Mit Sherry, ja. Richtig Sherry-Bombe. Dann gibt es noch so Ibisco-Dekanter. Mhm. Auch immer sehr spannend. Die sind fast stark und auch extrem kräftig. Also Edschardauer kannst du dich wirklich bedienen. Mhm. Preislich alles noch relativ entspannt. Man darf nicht so aufs Alter gucken, man muss einfach so die Fassqualität und so weiter ein bisschen im Auge behalten. Gerade bei den 10er von Signatory gibt es große Unterschiede. Gibt es große Unterschiede, was die Batches angeht. Und das ist auch wiederum interessant zu sagen, komm, ja, wir trinken mal wieder ein Batch Dem und dem und sagen, ich weiß immer noch, Batch 420 war wirklich eine Granate vom Herrn. Dann gibt es auch mal leichte Ausfälle nach unten. Jetzt waren wieder ein paar gute dabei. Also das macht auch Spaß, in diese Szene so mit einzurücken und da mal zu schauen, was es da für Unterschiede gibt. So gespannt. Ja, du kannst dir drei Fässer hinstellen. Mhm. Der eine ist extrem würzig, der andere sehr fruchtig, der andere hat von allen was. Ja. Und du merkst wirklich krasse Unterschiede. Ja. Das war es nämlich auch schon mit den Unpeated Edschardauer. Jetzt wird's ernst. Deswegen die kleine Expedition zu den anderen Abfüllungen. Ja. Jetzt kommen wir zum Cuvée. Ja. Edschardauer und Bellerin. Cuvée. Und was Cuvée heißt und was Bellerin im Endeffekt ist, das erzählen wir euch gleich. Bis gleich. So, jetzt wird's interessant. Mhm. Jetzt kommen wir zu einem Cuvée. Wir hatten eben zwei Edschardauer. Wir haben später noch zwei Bellerins. Und genau diese Abfüllung, deswegen ist es in der Mitte, ergibt ein Cuvée aus einem Bellerin und einem Edschardauer. Also, sie werden vermehlt. Man könnte jetzt auch sagen, zusammengeschüttet, aber vermehlt hört sich einfach schön an. Nein, das ist natürlich auch eine mega Arbeit, das so hinzukriegen, dass das auch am Ende auch schmeckt. Und ich finde das Projekt wirklich sehr, sehr interessant, zu sagen, wir kreuzen das jetzt einfach mal. Und bin sehr, sehr gespannt. Auch eine sehr beliebte Abfüllung. Ja, das stimmt. Die war jetzt auch lange Zeit ausverkauft. Ja. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass wir das in ein Set mit reinpacken konnten. Ja. Weil, was gibt's Besseres? Also Bellerin, nochmal zur Aufklärung, ist nichts anderes als ein rauchiger Edschardauer. Wird in der gleichen Anlage hergestellt, es wird halt einfach nur anderes Malz verwendet und Bellerin ist halt ein anderer Markenname für einen rauchigen Edschardauer. Und was gibt's Besseres, als darüber überzuleiten, als das Ganze einfach zusammenzukippen? Ja. Ist so. Bin mir gar nicht sicher, ob ich den schon mal getrunken habe. Haben wir den schon mal getrunken? Puh, mit Sicherheit. Ja, meinst du, ja? Ich weiß es nicht. Also Bellerin wird mit 50 ppm getorft. Und hier haben wir eine Mischung von 50-50. Das heißt, dementsprechend landen da irgendwie 25. Aber was im Endeffekt mit den ppm-Zahlen, das ist immer... Ja, nicht drauf festlegen, einfach kosten und dann... Einfach trinken. Einfach schmeckt oder schmeckt nicht. Schmeckt nicht. So, guck mal, aber riecht oder riecht nicht. Ja, genau. Ne, riecht nicht. So, danke und wir gehen weiter. Nein, Spaß. Ja. Typischer Highland Peat, finde ich. Also, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt am Auspuff riechst. Nee. Ich würde es eher sogar als minimale Rauchigkeit... Also sie ist auf jeden Fall da. Sie ist da. Sie ist definitiv da.
schön eingebunden. Ist auch wieder so ein bisschen die Schokoladennoten mit dabei. Ja, ja. Die wir eben auch schon beim Edward Dauer hatten. Sehr würzig, finde ich, riecht der jetzt. Durch die Rauchigkeit, das unterstützt das noch so ein bisschen. Hm. Das riecht wie... Das mache ich gerne, wenn ich jetzt irgendwas koche, dass ich die Gewürze vorher im Öl so ein bisschen andünste, bevor dann der Rest dazu kommt. So ein bisschen die Gewürze anrüsten. Und so riecht das. Wir hatten die Tage irgendein Tasting, da ging es um Koriandernoten. Ja. Und ich habe tatsächlich zu Hause auch so ein Koriander jetzt stehen gehabt und habe dann mal dran gerochen. Dachte, oh ja, du hast recht gehabt, ne? So, also, du hast recht gehabt, also es hat wirklich so, war identisch, ne? Ja. So, wenn du jetzt hier dran riechst, war ich das ja auch so ein bisschen Koriander drüber gestreut, ne? Als Gewürz, also auf jeden Fall. Ja, du hast eine schöne Bandbreite, schon was Frisches auch dabei. Bisschen ätherisch. So, jetzt mal die Würze beiseite, ich will jetzt mal zu den Sherry-Aromen kommen. Das war der Virgin Oak, oder? Was? Nein. Ja, Röstaromen. Mhm. Spricht auf jeden Fall für den Whisky, dass du hast so eine erste Schicht Gewürze. Jetzt riechst du dich so langsam dahinter. Mhm. Jetzt kommen Röstaromen, Fruchtigkeit, Sherry-Noten. Mhm. Schokolade bin ich noch nicht. Auf jeden Fall spannend. Also vielleicht liegt es an der Zeit gerade, aber vielleicht habe ich ein ganz leichtes Spekulatius. Aber das kann jetzt auch aus der Luft gegriffen sein. 46% haben wir hier, falls wir es noch nicht gesagt haben sollten. 8 Jahre alt. Aber hier so dran rieche, ich glaube, mein 50-50 war, glaube ich, eine Fehlinformation. Ich muss mal ganz kurz schauen. Der hatte, glaube ich, Bellachin 3 Bourbonfässer und Edward Dauer 1 Sherryfass, was vermählt worden ist. Okay. Man kann es ja nicht alles merken. Ja. Ja. Ich sage nur Caledonia. Ich sage nur Caledonia, genau. Tatsächlich, also wir haben ein Edward Dauer Sherryfass Vollreifung und 3 Bellachin Bourbonfässer. Das heißt 25% Edward Dauer, 75% Bellachin. Ja, cool. Das erklärt auch vielleicht, dass die Sherry-Note etwas dezenter ist. Das stimmt, ja, tatsächlich. Schokolade ist da. Sie ist da, aber wirklich dezent eingebunden. So. Ja. In sehr interessanter Nase. Schmeckt man das? Oh, ja. Ja. Kann man sich ein bisschen mit beschäftigen? Auch wieder hier ein guter Einstieg. Ja, definitiv. Na dann. Okay. Slange. Slange. Bisschen Jod. Mhm. Oh, schmeckt schon maritim. Also den könntest du auf eine Insel legen, wenn du das willst. Boah, mhm. Schön. Bisschen mehr Würze jetzt. Mhm. Die Süße liegt über allem so ein bisschen drüber, ne? Aber das ist jetzt nicht so das Hauptargument des Whiskys. Ist schon jetzt im Geschmack doch ein bisschen rauchiger, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Bisschen stürmischer, ja. Wie die Nase. Mhm. Hat schon ein bisschen Power. Trotz alledem cremig und auch zugänglich. Thomas ist wieder relativ kurzer. Stimmt. Abgang. Ja, da ist ein bisschen der Rauch, der jetzt ein bisschen bleibt, ja. Aber das war's dann auch. Ja. So gesagt, wupp, weg. Mhm. Ja. Es sind natürlich perfekte Tasting-Whiskys, wo du sagst, wir kommen jetzt zum nächsten. Nächste, bitte. Kann natürlich auch tagesformabhängig sein. Ja, natürlich. Das ist alles. Andere sitzen jetzt zu Hause und sagen, hey, schmeckt dir auch immer übel. Da, ne? Aber... Es kommen richtig schöne dunkle Fruchtnoten noch durch. So ein bisschen Datteln, Rosinen, sowas. Ne? So ein bisschen Trockenfrüchte. Malzigkeit. Aber den Rauch kriegst du nicht wirklich weggerochen, der bleibt da. Mhm. Das ist schon cool. Es kommt schon ein bisschen mehr Sherry, wenn man ein bisschen länger im Mund hatte. Mhm. Ach, wirklich auch nur so. Ja, jetzt kommen Gewürze. Gewürze sind hier das Thema, ne? Mhm. Aber angenehme Gewürze. Also es ist nicht, dass das prickelt im ganzen Mund. Mhm. Für mich ist auch.
Keine Bitterkeit, aber es prickelt so ein bisschen. Mhm. Wird noch ein bisschen trocken. Wieder auch eine schöne Süße. Boah, sehr schön würzig. Mhm. Sehr ausbalanciert. Das ist ein sehr angenehmer Cuvée. Ja. Also, das kann man so unterschreiben. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Und mal ein bisschen 12er. Ich würde sagen, du riechst aber die Linie durch, ne? Das finde ich cool. Der 10er, oder? 10er, 12er, wie auch immer, aber du riechst die Linie durch. Du riechst auch hier, das ist ein Edward Dauer. Mhm. Also Brennerei-Charakter haben sie drauf. Mhm. Mhm. Ja, ich bin mehr beim 10er. Weil der auch nicht ganz so intensive Sherry-Noten hat wie der 12er. Mhm. Das vielleicht ist das Quatsch, aber ist ja auch ein 8-Jähriger, kein 10-Jähriger. Mhm. Ja, aber cool, schön. Gefällt mir echt gut. Schönes Teil. Umso gespannter bin ich jetzt auf die... Jetzt geht's los, jetzt wird's ernst. Wir kommen halt wirklich das stärker rauchige... Welchen 10, 46% ist jetzt dran? Quasi das Einstiegsprodukt für Belchin. Ja. Wir sind gespannt. Schauen wir mal. Bis gleich. Bis gleich. So. So. Willkommen zum... Oh, Schluck Wasser nehme ich auch nochmal. Gute Idee. Gute Idee. Belchin 10. Belchin 10. Von der Farbe her schon eine andere Geschichte, ne? Ja, du guckst. Also hat zwar auch eine Doppelreifung sozusagen. Also wir haben Bourbonfässer sowie Oloroso Sherryfässer. Ja. Aber ich denke mal, der Anteil wird nicht so hoch sein, ne, von den Sherryfässern. Das kann schon sein. Weil das sieht aus wie eine typische Ex-Bourbonfassreifung. Mhm. Was ja nichts Schlimmes ist. Es passt auch zum rauchigen Whisky. Ja. Und es wird tatsächlich auch gerne gemacht, dass du rauchige mit Ex-Bourbon, weil Sherryfass frisst halt auch enorm viel Rauchigkeit. Ja. Und auf eine frische Fässer. Wie sie der Edward Dauer augenscheinlich hat. Ich kriege ruhig ein bisschen mehr. Okay, danke schön. Eigentlich mag ich ja Rauch nicht so. So. Okay. Muss erstmal ein bisschen einsortieren. Es ist schon eine kräftige Rauchigkeit, allerdings nicht zu verwechseln, jetzt zum Beispiel mit einem Laphroaig oder so. Also es ist nicht phenolisch. Mhm. Es riecht einfach ein bisschen verbrannt. Aber es ist ein angenehmer Rauch. Mhm. Also es ist jetzt kein kalter Rauch, den du bei manchen Whiskys hast. Das ist wirklich ein angenehmer Rauch, aromatischer Rauch. Ich glaube auch, dass der Birnenfassanteil hier relativ hoch ist. Denke ich auch. Die Süße auch so, die er mitbringt. Also eine Sherry-Note kann ich jetzt noch nicht finden, muss ich sagen. Es ist auch so ein Mix. Ich hab keine Zitrusfrüchte, ich habe aber auch keine dunklen Früchte. Das ist so, fruchtig ist er. So helle, zarte, helle Früchte. Ja. Eine gewisse Süße auf jeden Fall auch mit da. Hm. Ja, süßer Rauch. Also jetzt Einstiegsprodukt. Sweet Pete. Jetzt nicht gigantisch komplex die Nase. Nee. Es ist aber auch keine Fehlnoten drin. Lass uns mal probieren. Mhm. In dem Sinne, Slanger. Slanger. Uiuiui. Oh doch. Oh, die passen gut, die Birnenfässer. Kommt schon ein bisschen mehr Rauch jetzt, ne? Und ich finde, jetzt wird es auch ein bisschen medizinisch. Ein bisschen, ja. Jetzt wird es ein bisschen medizinisch. Auch wie so süße Karamell. Ja, extrem süß, ja. Also nicht extrem, aber Speichelfluss treibt der rein. Mhm. Verbindet sich echt schön mit dem Rauch alles. Ja. Also es steht ja drauf, heavily peated. Da würde ich sagen, nee. Gut.
angenehm bietet. Mhm. Die Frage ist jetzt, schenkst du es einen Einsteiger rein, der sagt, okay, es ist heavily peated? Ja, kann sein, ja. Ne? Ja. Verkauft sich auch, weil so ein Heavily draufsteht. Wahrscheinlich, ja. Also er ist schon gut rauchig, aber gibt es halt noch eine ganz andere Geschichte. Ne? Ja, ja. Also jetzt nicht Ochtomo oder sowas, aber ne, auch in den PPM-Zahlen. Es kommt halt immer darauf an, was ist es für ein Rauch. Hier ist es so ein angenehmes Lagerfeuer und kein Krankenhaus. Ein bisschen leichte Medizin. Ich musste natürlich dazu sagen, Krankenhaus, jetzt gucken vielleicht welche, das ist das erste Mal. Ja, okay. Also das medizinische Rauch, so ein bisschen Desinfektion, so ein bisschen, wie man wenn man in so ein Krankenhaus reinkommt, hat man so einen eigenartigen Geruch. Und wenn das jetzt noch mit Rauch verbunden ist, das sagt man so medizinischer Rauch dazu. Ja, ja. Also phenolisch. Phenolisch, ne? Hat der ansatzweise, aber noch in einem angenehmen Rahmen. Ja. Also ein bisschen Vanille und Karamell kommt noch mit durch. Er ist sehr samtig. Sehr samtig, ja. Abgang ist etwas länger. Ich wollte es gerade sagen. Er ist zwar wieder relativ kurz, ja. Aber jetzt bis jetzt so der längste. Ja, das stimmt, ja. Jetzt will ich noch ein bisschen an die Cuvée schnuppern. Oh, riech jetzt mal den Cuvée, wenn ich deine Nase jetzt an den Rauch gewöhnt hat. Da ist so richtig Fruchtgummi. Fruchtgummi, Gummibären. Ich wollte es wirklich gerade sagen. Cool. Wie komplex das eigentlich ist, einen Whisky zu verkosten. Ne? Ja. Also klar, jetzt die Momentaufnahme, aber wenn du jetzt diese Gläser wieder nimmst und daran riechst und der ein bisschen oxidiert ist und ne, was da und du dich an Rauch zum Beispiel gewöhnt hast und riechst jetzt Noten hinter dem Rauch, ist schon krass. Ne? Also was für ein Glas habe ich? Ne? Ja. Vorzugsweise natürlich so ein Nose, ja. Aber mindestens jedoch ein Glencairn. Ja. Also keine Tumbler wie im Fernsehen, gerade wenn ich tasten will. Wenn ich einfach ein bisschen genießen will, soll jeder machen, wie er denkt. Aber ich denke, fürs Tasten sind Gläser mit einer Verjüngung auf jeden Fall besser. Ja. Und du merkst hier wirklich brutale Unterschiede. Das ist ja, also der Cuvée gefällt mir jetzt am besten an der Nase, muss ich sagen. Das ist ja, es kommt ein bisschen was Speckiges sogar. Geil. Ja. Gut, aber um den geht es nicht. Wir sind gesagt, an Bellerin 10. Bellerin 10. Nee, Cuvée, also... Wir ziehen ja zum Schluss nochmal ein Gesamtfazit, aber ich glaube, der zieht sich gerade so ein bisschen hoch. Ja. Ja. Ich probiere nochmal. Ja. Es ist ein schöner, klassischer, rauchiger Highland Whisky. Mhm. Und hat trotzdem noch so ein bisschen was Phenolisches. Ja. So als... ich winke mal, dahin kann es auch gehen. So. Ja. Ein schöner, auch hier würde ich sagen, genauso wie der Escherdauer 10, der Bellerin 10 ist auch ein genauso guter Einsteiger in die Rauchszene. Ja. Mit 46%, sogar noch ein bisschen kräftiger. Bisschen kräftiger, ja. Preislich auch entspannt angesiedelt. Ja. Kann man wirklich machen. Und halt sehr ehrlich. Sehr, sehr ehrlich. Ja. Da ist auch kein nasses Fass oder irgendwie sowas. Ja. Das ist wirklich schön gebrannt, schön gefällt. Gefällt echt gut. Gefällt echt gut. Also bis jetzt bin ich nicht enttäuscht. Nee. Kommen wir jetzt zur Granate. Jetzt kommen wir zur Granate und deswegen nochmal neutralisieren. Ja. Oder riecht nochmal den anderen Gläsern. Lasst euch dabei Zeit, drückt auf Pause, kostet nochmal, macht nochmal und wir sehen uns gleich. Bellerin 15. Bis gleich. So, wir kommen zum letzten, ja. Nicht das letzte, der letzte. Ja. 15 Jahre SBCS 1. Und was heißt SBCS? Also ich fange mal hintenrum an. CS steht für Cask Strength. und SB war Small Batch Cast Range 1. 15 Jahre stolzes Alter. Wir haben hier 59,4%. Also jetzt ist Schluss mit lustig. Ja. Kindergeburtstag ist zu Ende. Ja.
Batch 1, es gibt schon Batch 2 auf dem Markt, aber ja, wir haben uns bewusst für den Batch 1 entschieden. Ja. Einfach um mal den Anfang von der Serie zu sehen. Ja. Es soll ein dauerhaft verfügbares Produkt sein. Also Bellerin in höheren Altersangaben, in Fassstärke, ist nicht so häufig und auch extrem schnell ausverkauft. Mhm. Und dass die jetzt sagen, alles klar, wir hauen den 15er als Standardabfüllung in Fassstärke raus, das, mhm, ist schon cool. Hier wird es auf jeden Fall auch, wie wir es mit dem Edge of Dawn angesprochen haben, mit diesen Fässern, Batches, wird es sicherlich auch Unterschiede wieder geben. Ja. Na, logisch, Naturprodukt und so. Jetzt ist hier wieder der Fan gefragt, der sagt, oh, das schmeckt mir richtig geil. Ich koste mich durch die Batches durch und schaue mal, na, wie verändern die sich. Das sind Samples auch ganz cool, weil wir sind hier nämlich preislich in einer etwas anderen Liga. Ne? Zeigt man euch wie immer, beim Olli steht das gleich. ist schon ein wenig gehobener. Ne? Und die Nummer 2 ist nochmal einen kleinen Ticken teurer. Ein paar Euros nochmal teurer. Okay. Und ja, bin sehr gespannt. Ich glaube, wir hatten den schon mal in einem Blind Tasting, kann das sein? Mhm. So als Abschluss. Ich bin gerade fasziniert, wie diese 954 eingebunden sind. Oh ja, gar nicht. Hier kannst du einen Kolben voll reinhalten. Ne? Das auf jeden Fall. Vielleicht, ja? Willst du was sagen? Vielleicht kannst du was zu den Fässern sagen. Ja, vielleicht riecht man es auch schon ein bisschen. Also wir haben hier eine Wetting. Also ein Wetting, deswegen auch eine hohe Auflage, das heißt mehrere Fässer zusammen vermehlt. Ein Wetting von First Fill Ex Bourbon und Second Fill Oloroso Sherry Buds. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Second Fill Oloroso Sherry Buds, dass da vorher so einer zum Beispiel drin lag, in Edward Hour 12. Wäre auf jeden Fall ökonomisch. Dass es dann nochmal wiederverwenden und gleichzeitig ja die Noten von ihrem Anbieter, mhm, so ein bisschen mit einbringen. Ja. Also schon spannend. Also diese knapp 60% Alkoholgehalt habe ich hier überhaupt nicht. Auch Rauch bleibt relativ dezent. Ich habe eine schöne Vanillenote mit drin. Wobei, da ist jetzt jeder fast rauchiger. Wenn wer jetzt vielleicht noch nicht so viel... Schon, man merkt schon den Alkohol, ein bisschen Rauch. Ja. Der musste eine Weile dran riechen. Also ich denke mal eher, dass der mehr im Geschmack kommen wird, wie jetzt in der Nase. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich die Nase jetzt so habe, weil die ja so ein bisschen straight geht, mit zwei, drei Tropfen Wasser nach dem ersten Probieren. Könnte man probieren, ja. Dann könnte das echt aufgehen. Ja, also von Noten her. Ein bisschen verschlossen in der Nase. Ja, also müsste sich jetzt was aus den Fingern saugen. Ein bisschen würzig, ein bisschen angekokelt. Bisschen Vanille. Süße ist auf jeden Fall auch da. Aber viel mehr erstmal nicht. Ich denke mal, mit Wasser macht er dann auf. Der kommt. Oder nach dem ersten Verkosten halt. Ne? Ja. Ja, da wollen wir gar nicht lange warten. Auf den letzten? Auf den letzten. Ja, jetzt kommt ein bisschen mehr. Oh. Also hat auf jeden Fall die Alkoholstärke. Hat Power. Obwohl eine angenehme Süße mit einer Rauchigkeit. Also ein bisschen speckiger Rauch. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Entschuldigung. aber dann passt es ja. Dann passt es ja. Ein schönes. Oh ja, doch. Der ist im Geschmack wesentlich komplexer. Da müsstest du jetzt. Da habt ihr den Vorteil, ihr habt 5 cl für euch alleine. Oder die große Flasche am besten noch sogar. Hier kannst du ein paar Gläser probieren. Ich glaube, da kommt immer ein bisschen. Aber es ist wirklich so ein Daddel-Speck-Rauch-Mix. Aber trotzdem der Alkohol top eingebunden. Schmeckt wie so ein. Also, du hast diese süße Fruchtigkeit, dann dieser speckige Rauch. Wie wenn da jetzt irgend so ein, irgendwas mit so Räucherspeck ummantelst. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Einwandfrei. Toll. Lecker. So ein paar. Oder du sitzt am Lagerfeuer. Bärige Noten. Hm? Und da hängt so ein bisschen Speck rum oder so und isst dann. Wir kennen das nicht. Ne? Sitzt am Lagerfeuer, hängt da ein bisschen Speck rum. Also bei uns hängt immer Speck am Lagerfeuer. Oder es liegt aber auf dem Grill und du isst vorher nochmal irgendwie eine Birne oder sowas. Ja. Wer macht das nicht? Also ich wickle auch mal mehr Speck die Birne ein, hau den ins Feuer rein, weil Speck hängt ja auch da rum und so. Aber ich glaube, ihr versteht, was wir meinen. Ja. Also da
Also ich bin jetzt, also um ehrlich zu sein, ich hatte jetzt nicht so eine hohe Erwartung. Ich dachte, ah, mal gucken, gell, und so. Der Geschmack überzeugt aber voll. Beim Geschmack würde ich zum Beispiel jetzt kein Wasser reinmachen, weil ich sage, der ist so perfekt. Ja. Ich werde es auch nochmal trinken ohne Wasser. Ja, und dann nochmal Wasser. Und dann mache ich nochmal Wasser rein zum Riechen. Ja. Nasa macht ein bisschen mehr auf jetzt. Abgang ist auch angenehmer jetzt so. Ja. Ich merke, der Alkohol ist wesentlich stärker jetzt. Der bleibt auch länger. Ja. Ja. Hängt so ein bisschen Speck rum. Wirklich toll. Oh, und der bärig. Ich habe jetzt mehr Bären. Speichelfluss. Oh, der einen geilen Abgang. Lang. Kann man wirklich lang sagen. Ja. Intensiv. Es ist intensiv. Es ist also richtig intensiv. Mmh. Toll. Très bon, très bon. Toll. Olli bereitet schon mal unser Pipettenglas vor. Ja. So. Also, Wasser ist keine Schande. Nee, überhaupt nicht. Also, wir reden von ein paar Tröpfchen. Ne? Wie ihr seht, nur zwei, drei Tropfen. Jetzt aber mal auf die Nase gespannt. Mhm. Kann man mir vorstellen, wenn der ein bisschen in der Luft noch ein bisschen atmet, dass da auch noch mal ein bisschen mehr kommt. Ne? Ich glaube, er verliert mit Wasser. Oder? Wir haben nicht zu viel reingemacht. Sag mal, denk das, was ist ein bisschen weniger drin? Ja, der ist richtig, tatsächlich noch ein bisschen schwächer. Aber so richtig helfen. Vorsichtig. So richtig helfen tut es nicht. Also, es ist nicht so, dass auf einmal bam, die Blume aufgegangen ist. Und, also, Vorsicht mit Wasser. Wenn ihr es probieren wollt und ihr wollt euch nicht euer Hauptglas versauen, kippt ein bisschen was um, macht ein Tröpfchen rein und guckt mal. Ja. Nee, bringt nicht viel. Nee. Guck mal, aber im Geschmack jetzt. Probieren wir doch das dritte Mal jetzt. Naja. Ja. Also, du merkst es sofort. Mhm. Aber ich würde es ohne Wasser machen. Ja. Der Punch ist weg. Ja. Trotz so ein paar Tröpfchen. Ja. Krass, ne? Ja. Gut eingepegelt. Ja. Obwohl es fast stärker ist, aber ja. Gut, es ist ja ein Batch. Das heißt, die haben sich da was dabei gedacht. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Wollen wir einen nochmal kurz quer verraten? Ich glaube, jetzt wird es spannend. Guck mal, wie der Zehner jetzt, der Bellerin 10, wie wenig rauchig der jetzt ist dagegen. Achso, Bellerin, ich bin beim Matchup draußen. Ich gehe jetzt von oben nach unten. Achso, was? Cast Strain? Ja. Bellerin 10. Ah ja. Der war schon krass rauchig eben, ne? Also eigentlich war der schon gut rauchig und jetzt fast gar nichts. Das hätte ich gerade noch ein bisschen Ananas hier. Mhm. Jetzt bin ich mal auf den Cuvée gespannt. Der dürfte jetzt gar nichts mehr sein. Das ist gut. Das ist wirklich eine schöne Nase jetzt. Nicht gut. Richtig Fruchtgummi. Also, um mal zusammenzufassen, nur für die Raucher, die Nase von ihm, vom Cuvée und der Geschmack vom... Ja. Das wär's. Vom Gas Range. Da kommt mir eine Idee. Nein, Frevel. Wer zwar noch ein Single? Bellerin, wartet mal ganz kurz. Wir haben da... Wir haben da was. Nee, so. Gut. Ja, 12er Caledonia, klassischer geht's nicht, Edward Dauer-mäßig, ne? Mm. Das ist schon. Die kannst du, glaube ich, auch blind uns einschenken. Das so, kommst du auf jeden Fall in die drauf. Richtung. Ja. Kommst in die Richtung. Ja, ja, ja. Tolle Whiskys. Definitiv. Wie gesagt, es würde mir jetzt schwerfallen. Also der 10er ist ein ganz klarer Einsteiger. Ja, den würde ich jetzt auch als Position, also für mich persönlich als letzten deklarieren. Was ja nicht heißt, dass er schlecht Nein. ist. Also in dem Ding hier ja. ist er auf jeden Fall Top-Einsteiger. Ja. Bin ich dabei. Preis-Leistungsfeld ist echt klasse. Bombe, ja. Der Caledonia, na, logisch, ist die Erweiterung, aber wie gesagt, da geben wir euch den Tipp, probiert den mal von Signatory, auch den 10-Jährigen, der geht auf jeden Fall in die Richtung und vielleicht noch ein Stück drüber hinaus. Ja. Er hat einen sehr kurzen Abgang. Ja. So. Der Bellerin 10 ist top gemacht, auch ein schöner Raucheinsteiger, ohne Ecken und Kanten. Mhm.
Und von daher würde ich ihn da auch so positionieren. Mhm. Und die Cuvée, eine absolut tolle Nase. Mhm. Ein bisschen zu kurz vom Abgang her. Und das genau macht er hier wiederum viel besser. Das sehe ich genauso. Den Abgang. Ich habe gerade extra nochmal probiert. Wird jetzt fast dünn, aber na klar, du hast jetzt auch 60% getrunken. Ja. Aber da bin ich bei dir. Platz 5, Edgewater 10. Ja. Platz 4, Caledonia. Ja. Platz 3, Bellerin 10. Ja. Und eigentlich teilen die sich die Spitze. Die teilen sich das so, ne? Cuvée und Nase. Natürlich jeder seine Stärken und so, ne? Ja, ja. Das sehe ich auch so. Also absolut interessante Destille. Mega. Also da, wem das jetzt geschmeckt hat, da ist echt, das macht Spaß, Edgewater zu kaufen. Ja. Du weißt, was du kriegst. Und wie gesagt, probiert euch da ruhig auch mal in unabhängiger Richtung. Gibt es auch Original, haben wir jetzt vergessen zu sagen, SFTC. Stimmt. Straight from the cask. Das sind so eine halbe Liter Flaschen in so einer kleinen Holzkiste. Ne? Hier. Ja. Gibt es mit Oloroso, mit Bourbon, mit gut. Sutern und was sie nicht alles machen. Mhm. Schaut da mal rein, weil da gibt es immer was genau. Neues. Das ist halt das Schöne, ja. Die Brennerei hat eine relativ kleine Core-Range, aber was dieses Unabhängige abgeht, da wird wirklich wild experimentiert und das macht Spaß, ja. Da sich reinzutasten. Auf jeden Fall. Hat sehr Spaß gemacht. Mhm. Hat euch jetzt auch gefallen und euch auch geschmeckt. Ja. War spannend und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tasting. Ciao. Ciao.